Schneiden, schleifen, fräsen, gravieren, polieren. Der Dremel 8200 ist das stärkste Akku-Multifunktionswerkzeug auf dem Markt. Er ist der Supersportler unter den Multifunktionswerkzeugen. Modellbauer können richtig aufdrehen. Bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute schafft das Gerät. Für weichere Materialien lässt es sich stufenlos auf 5000 Umdrehungen pro Minute herunterregeln. Dadurch passt sich der Dremel 8200 den Materialbedingungen von Styropor über Holz bis Metall an und lässt sich immer sicher und präzise steuern. Beim Schneiden, Schmirgeln, Schleifen oder Gravieren. Sein Energiezentrum ist der 10,8 Volt Akku. Der kennt weder Memory-Effekt noch Selbstentladung, bietet dafür aber Leistung satt, die er bereitwillig in den kompakten Hochleistungsmotor speist. Der Dremel 8200 ist damit so stark wie ein Kabelgerät und gewinnt extra Punkte für Handhabung und Mobilität. Beim Schneiden ist kein Kabel im Weg. Für die Arbeit im Freien muss kein Kabel ausgerollt werden. Der Segelflieger kann direkt auf dem Flugplatz bearbeitet werden. Eine LED-Anzeige auf dem Dremel 8200 informiert über den aktuellen Batteriezustand. Ist der Akku leer, wird er innerhalb einer Stunde wieder aufgeladen. Durch die variable Drehzahl und Kompatibilität mit den über 100 Zubehörteilen und Vorsatzgeräten von Dremel ist das Einsatzgebiet des 8200 riesig. Eine komfortable Handhabung mit allen Einsätzen gewährleistet das schlanke, ergonomische Design des Geräts samt aufsetzbarem Präzisionshandgriff. Eine breite Softgrip-Fläche bietet zusätzlichen Halt. Die erstmals in einem Multifunktionswerkzeug eingebaute Motorbremse stoppt den rotierenden Aufsatz, sobald der 8200 ausgeschaltet wird, von 30.000 Umdrehungen pro Minute auf Null. Dadurch kann das Gerät direkt nach dem Einsatz sicher abgelegt werden. Das Set Dremel 8200 1.35 in einem Softbag enthält neben dem Dremel 8200 das 1-Stunden-Ladegerät, einen Präzisionshandgriff sowie 35 hochwertige Zubehörteile einschließlich des Zubehörschnellwechselsystems SpeedClick. Der Dremel 8200 sollte in keiner Modellwerkstatt fehlen.